Das nächste Solo-Battle steht an. Wir sind zu Gast bei den Atlanta Falcons und wir sehen den Kickoff. Oh, Sanders hat da eine Lücke. Kommt beim Return an die 38-Yard-Linie. Gutes Play unseres Special Teams. So, wir haben einen ersten Versuch und 10 an der eigenen 38-Yard-Linie und versuchen es gleich mal mit einem Pass, mit einem Double Slant. Da werden unsere Receiver kurz gecovert und wir gehen gleich mal tief. Cooper, Johnson und Lamb. Schauen wir mal, was die Safeties machen. Wir werden es nicht erfahren, denn wir liegen gerade im Boden. Jarrett mit dem Sack. 10 Yards Raumverlust. Guter Start sieht anders aus. Tight End Attack. Auch hier wieder Johnson und Cooper gepresst. Der Blick geht zu den Safeties. Und der Ball zum Tight End und der ist intercept. Oh nee, der ist fallen gelassen. Leute, da haben wir Glück gehabt. Aber eindrucksvolle Passing Defense der Atlanta Falcons. Wieder wird Cooper gepresst. Wieder schauen wir zu den Safeties. Sicherheitspass auf Elliott. Wir haben einen vierten Versuch und 10 an der eigenen 38-Yard-Linie. Und da wir hier bei den Solo-Battlen sind, wir wissen, wir werden hier nicht viele Chancen bekommen, spielen wir den Versuch aus. Wir achten auf unseren Tight End, Jarwin. Larry Fitzgerald und der Ball ist intercepted. Haben wir das große Glück, dass die Falcons damit keine so gute Feldposition haben, es keinen Turnover und Downs gibt. So, das ist ein erster und 10 an der 34-Yard-Linie. Erster und 10 für Atlanta. Pass über die Außen zum Tight End. Ein Yard Raumgewinn. Patrick Mahomes ist hier der Quarterback. Na, wundervoll. Das macht die ganze Sache auch nicht gerade leichter. 2. und 9. Ganz viel Zeit und gut verteidigt. Wir haben einen 3. und 9. Haben also jetzt die Chance, diesen Drive hier mit einem 3-and-out zu beenden. Da kommt der Druck, aber es kommt keiner durch. Mahomes bringt den Ball an, aber das ist kein First Down. 4. und 2 an der 42-Yard-Linie. Die Defense der Cowboys hat gehalten. Da ist die Punt Unit. Punt unterwegs. Oh, der geht nicht in die Endzone. Oh, weia. Perfekte Arbeit des Special Teams. In der eigenen Endzone. Solche Situationen sind nicht gut. Elliott mit einem ersten Run. Bringt den Ball an die 4-Yard-Linie. Und natürlich werden wir erstmal weiterlaufen. Wir müssen hier schauen, dass wir irgendwie ein bisschen Platz kriegen. So, wir sind an der 8-Yard-Linie, haben einen 3. Versuch und 2. Versuchen uns das neue First Down zu erlaufen. Elliott durch die Mitte. Und das ist das First Down. Oh, war das wichtig. Wir sind an der eigenen 16-Yard-Linie. 1. und 10. So, jetzt können wir die Knöpfe nochmal komplett auf Neustart drücken. Double Slant. Johnson und Cooper von links. Lamb von der rechten Seite. Johnson mit dem Catch. Wir sind an der 26. Haben einen Second and Inches Versuch vor uns. Also noch kein First Down. Und das erste Quarter endet punktlos. So, wir laufen. Attackieren also Atlanta erstmal am Boden. Mir geht es auch erstmal wirklich nur um das First Down. Und das haben wir uns jetzt geholt. Sind an der 28-Yard-Linie. Neuer erster Versuch. Und 10. Wir nehmen den Stick. Cooper von links auf einer Slant. Wir achten auf Jarwin. Unseren Tight End. Coverage gegen Amari Cooper.
Zweiter Versuch und 10. Wir laufen mit Elliott durch die Mitte. Das zumindest ist der Plan. Kommen an die 32-Yard-Linie. Dritter Versuch und 6. Slant-Spielzug. Und wieder gehen wir tief. Denn hinten steht nur ein Safety. Einer unserer Wideouts wird hier gleich ein 1 gegen 1 haben. Amai Cooper, und der Ball ist überworfen. Oh, Prescott, das war so bitter. Mann, 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 wir spielen den vierten Versuch aus. Vierter und 6. Cooper von links auf einer Slant. Blick geht zum Tight End, geht zu Jarwin. Ball über die Mitte, First Down Amai Cooper. Oh, mein Gott, das ist ja jetzt schon eine Nervenschlacht. Weil es immer über einen dritten Anlagen, über einen vierten Versuch gehen muss. Wir sind beim Two-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten der Partie. Johnson Cooper von links, Lamb von der rechten. Wieder attackieren wir die Falcons mit einer Slant-Route. Es muss wieder über die Mitte gehen. Johnson lässt den Ball fallen. Sowas können wir natürlich gar nicht gebrauchen. Zweiter und 10. Johnson, Jarwin und Lamb attackieren die rechte Seite. Pass zum Tight End. Oh, das verteidigt Atlanta aber auch richtig gut. Dritter und 10 von der eigenen 44. Wir achten auf Jarwin. Wir achten auf Elliott. Attackieren also die rechte Seite. Der Pass geht zu CeeDee Lamb. Der bringt ihn an die 49 von Atlanta. Und das ist wieder ein vierter Versuch. Ein Double Slant der Cowboys. Johnson Cooper links. Lamb von der rechten Seite. Jarwin bleibt als Blocker zurück. Pass über die Mitte und Johnson. Auch was macht der denn? Wie kann man den Ball denn fallen lassen? Unglaublich. Mahomes wieder auf dem Feld kurz vor der Mittellinie. Mann, 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 Mann. Viel Druck. Incomplete Pass. Also wir haben das große Glück, dass auch ein Patrick Mahomes momentan hier irgendwie noch überhaupt nicht im Spiel ist. Zweiter Versuch und 10 an der 49-Yard-Linie. Und dann so ein Play. First Down Atlanta an der 12 der Cowboys. Jerry Jeudy. Wir haben hier also ein Duell der Rookie Wide Receiver. Wurde ja noch vor CeeDee Lamb gedraftet von den Denver Broncos. Boah, viel Glück für die Cowboys. Zweiter und 10. Der Ball an der 12-Yard-Linie. Schwacher Ball von Mahomes. So, das bringt uns in einen dritten Versuch und 10. Ja, bis auf diesen einen Pass auf Jeudy ging hier überhaupt nichts. Und da ist der Touchdown. Roddy White. Also, da müssen wir uns auch selber an die Nase fassen. Da kann ich von meiner Defense keinen Vorwurf machen. Um Himmels Willen, der Vorwurf geht an die Offense. So, wir liegen mit 7 zu 0 hinten. Haben noch 40 Sekunden im zweiten Quarter zu spielen. Wir müssen hier irgendwie zurückkommen. Sanders nimmt den Ball an der 3-Yard-Linie auf. Gott, oh Gott, oh Gott. Van der Esch blockt nicht, läuft nur hinterher. Erster und 10 an der 20-Yard-Linie. Tja, wie spielt man gegen diese Defense? Johnson Cooper links, Lamb von der rechten Seite. Prescott nimmt den Kopf runter. Wir sind an der 31-Yard-Linie, First Down für die Cowboys. Was wäre es jetzt noch gewesen, wenn jetzt noch der Quarterback gefumbled hätte? Ich glaube, ich hätte mich geschlossen und nur noch geweint. Wir achten jetzt mal besonders auf CeeDee Lamb. Echten Seite. K
Katastrophe. Was wirft sich Prescott hier zustande? Das ist wirklich schlecht. 2010. Jarwin attackiert die Mitte. Wir achten auf Johnson im Slot. Incomplete Pass, 3. und 10. Ich komme mit der Offense nicht intakt. Jarwin und Johnson attackieren die linke Seite. Ach Gott, wir haben einen Catch. 1. und 10 an der 47-Yard-Linie. Das Problem ist, wir haben nur noch 12 Sekunden auf der Uhr. Haben zwar noch 2 Auszeiten. Müssen noch mal riskieren, ob wir tief gehen können. Wieder geht der Blick zu den Safeties. Ist das der Tight End da vorne? Und der kann den Ball auch nicht festhalten. Meine Güte, was ist mit unseren Receivern denn los? Da sind sie mal in der guten Position. Da lassen sie die Bälle fliegen. Mann. So, das ist das letzte Play. Wir gehen tief auf Lamp. Und der ist intercepted. Ich hätte gerne die Secondary als Wide Receiver. Das, was die Falcons da hinten haben. Das ist ja der Oberhammer. Prescott wirft die Bälle entweder zu lang, Wide Receiver nicht. Und jetzt muss unsere Defense dafür sorgen, dass wir hier nicht noch weiter ins Hintertreffen geraten. An der 28-Yard-Linie ist der Return beendet. 1. Versuch und 10 für die Atlanta Falcons. So, wir müssen ins Risiko gehen. Werden versuchen, Mahomes mit Blitzen unter Druck zu setzen. Nick Chubb. Das, also wenn das kein Holding gewesen ist, ich weiß es nicht. Naja, 2. und 4. Holdingstrafen werden nicht gepfiffen. Zumindest nicht, wenn es ein Defense-Holding ist. Mahomes rapzap aus der Hüfte, First Down. Der Ball an der 40-Yard-Linie. Und wir haben eine erste Incomplete. Schneiden diesen Drive, um Himmels Willen. 2. Versuch und 10, der Ball an der 40-Yard-Linie. Das sieht nach einem Lauf aus. Schön, wenn man sieht, aber nichts dagegen tun kann. Todd Gurley. Noch kein First Down, aber ein 3. Versuch und Zentimeter. Und das ist gegen Mahomes. Sowas von gefährlich. Konservativ, aber das dürfte gereicht haben. First Down. 1. und 10 an der Mittellinie. Zielt wird's für uns richtig schwer. Mahomes, der ist wie ein Uhrwerk. Zweiter Versuch und 5. Wir ziehen uns mal zurück in eine Cover 4. Oh, das war doch gar nicht verkehrt. Wir haben sie bei einem 3. Versuch. Es ist ein 3. und 7. Ganz starkes Play der Defense. Wir gehen in einen Zonenblitz hinein. Heißt, ich möchte auch Patrick Mahomes hier nicht zu viel Zeit lassen. Boah, aber ich habe das Gefühl, ich bewege mich in Zeitlupe. 1. und 10 an der 32-Yard-Linie. Es funktioniert überhaupt nichts. Wir haben einen Sack an der 40. 2. und 17. Das ist ein Game Killer. Also ein Drive Killer, muss man ja in dem Fall sagen. Yellow, 2. und 17. Mahomes wirft vollständig der Ball an der 39. 3. und 17. Und jetzt haben wir ein so wichtiges Down. Und wir sind im... Das 3. Quarter ist vorbei. Wir haben nicht eine... Und 17. Empty Back 4. Oh ne, da ist noch ein Running Back. Todd Gurley ist da. Der bekommt auch den Ball. Und jetzt bin ich gespannt. An der 31. Das ist ein Field Goal.
Und damit haben sie ein Two-Score-Game. Unsere Defense hält nicht. Und der ist zu kurz. Keine Punkte für Atlanta. Boah, ist das ein Krimi hier. Ja, das waren ein, zwei Yards, die fehlten. So, jetzt darf unsere Offense wieder aufs Feld. Johnson und Cooper von links auf einer Slant. Johnson über die Mitte. First down an der 41-Yard-Linie. Schaffen wir noch ein Play vor dem 2-Minute-Warning. Wieder ist es Johnson. Und wir sind an der 25-Yard-Linie von Atlanta. Erster und 10 für die Dallas Cowboys. So, wir probieren ein Screen über Elliott, über die linke Seite. Das hat mal überhaupt nicht geklappt. Mills hat hier perfekt aufgepasst. Wir nehmen die Verticals. Jetzt hält er die Bälle fest. Wir sind an der 9-Yard-Linie. Das ist ein First and Goal für die Dallas Cowboys. Aber wie gesagt, der Ball muss auch noch in die Endzone. Jarwin attackiert die Mitte. Ist Muttersen allein in der Endzone. Touchdown Dallas Cowboys. Blake Jarwin. Und jetzt der ganz wichtige PET. Das sieht gut aus. Wir haben ein Unentschieden. 7-7. Aber hier ist noch viel Zeit auf der Uhr. Atlanta hat noch alle drei Auszeiten. Schaffen wir es, Mahomes noch einmal zu stoppen? An der 5-Yard-Linie wird der Ball aufgenommen. Der Return. Der ist zumindest schon mal gut gestoppt an der 22-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. So, wir verteidigen in einer Cover 4. Erster und 10. Mahomes unter Druck. Ein Wahnsinns-Hit, aber ein First Down an der 39-Yard-Linie. Was für ein Play von Patrick Mahomes. Und da geht er zu Boden. Timeout Cowboys. So, und wir haben sie jetzt bei einem 2. und 17. Noch 36 Sekunden auf der Uhr. Mahomes, oh, da geht er wieder zu Boden. Timeout Nummer 2 von den Cowboys. Das ist ein dritter Versuch und 28. Und natürlich ist jetzt hier ein Laufversuch geplant. Atlanta will sich nur noch in die Verlängerung retten. Timeout Dallas Cowboys. Wow. So, von der 24-Yard-Linie muss Atlanta punten. Und das war ein guter Punt. Und das ist ein schöner Return von Sanders an eigene, an alter Wirkungsstätte. Hier wurde ja mal gedraftet. Erster und 10 an der eigenen 40-Yard-Linie. So, wir müssen an die 30-Yard-Linie kommen. Wir achten auf Lamb. Wir achten auf Johnson. Schauen mal, ob einer unserer Receiver tief gehen kann. Incomplete Pass. Lamb kann ihn nicht. Aber das ist ein weiter, weiter Weg. Wir nehmen die Verticals. Achten auf Amari Cooper links. Oh mein... Aber was ist mit unseren Receivern denn los? Also das
Das läuft hier sehr seltsam. Letztes Play im Spiel. In der Regular Time. Prescott wird gestört. Vierter Versuch und 10, 2 Sekunden vor dem Ende. Zu viel Druck. Der Blick zu Amikas ist unfassbar. Die haben eine Secondary. Meine Güte. So, damit geht's in die Overtime. Schauen wir mal, wer hier den Coin Toss gewinnen wird. Den Coin Toss haben wir gewonnen. Das ist ja schon mal eine sehr, sehr positive Geschichte. Denn das bedeutet, wenn wir einen Touchdown erzielen, ist das Spiel sofort vorbei. Ohne dass Atlanta nochmal eingreifen kann. Und das ist das Ziel. Das müssen wir erreichen. Wir sehen den Kickoff, retourniert an die eigene 30-Yard-Linie. Das ist ein erster Versuch und 10. So, wir versuchen ein bisschen zu laufen. Elliott mit einem Run, 3 Yards Raumgewinn, zweiter Versuch und 7. Ein Double Slant. Johnson Cooper von links auf einer Slant Route, der Ball über die Mitte. Johnson hat den Ball, First Down an der 43. Neuer erster Versuch und 10. Wir laufen Inside Zone über Elliott. Kommt an die 43-Yard-Linie, aber da sieht man, das ist so zäh. Die verteidigen so gut gegen den Run. Play-Action-Spielzug. Der erste. Wir achten auf Johnson, der kommt von der rechten Seite aus dem Slot heraus. Bekommt den Ball. Possession-Catch. Wir sind an der 38-Yard-Linie von Atlanta. Erster Versuch und 10. Die Box ist zu, wir laufen trotzdem. Elliott kommt an die 32-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 4. An der 24-Yard-Linie. Atlanta gerade mit Riesenproblemen gegen den Lauf. Und ehrlich gesagt, solange sie solche Probleme gegen den Lauf haben, laufen wir auch weiter. Wieder Elliott. Diesmal nur ein Raumgewinn von 2 Yards. Ich würde gern nochmal passen. Shark Halfback Wheel. Jarvin attackiert die Mitte. Wir achten hauptsächlich auf Johnson. Der kommt von der linken Seite. Und der Tight End ist frei und der hat den Ball. Wir sind an der 7-Yard-Linie von Atlanta. Das ist ein First and Goal. Elliott mit einem Run durch die Mitte. Und jetzt ist der Ball an der 2-Yard-Linie. Also wie gesagt, erzielen die Cowboys einen Touchdown, ist das Spiel vorbei. Ohne dass Atlanta nochmal kontern kann. Jetzt werden hier nochmal die Seiten gewechselt. Second and Goal. Wir gehen per Audible in einen Passspielzug. Ohne Kommentar. Third and Goal. Nicht fangen. Fourth and Goal. Wieder ein Quick Slant. Und dann macht es im vierten Versuch Johnson. Meine Güte. Was für ein Spiel. Und was für ein Sieg. Die Cowboys kommen zurück.
schlagen die Falcons mit 13 zu 7 in der Overtime. Ein Wahnsinnsspiel. Wow, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.